sind die Firma Heeres. Ne? HE steht für Helmut und die RIS steht für Iris. So, und wir haben, nehme ich jetzt direkt schon vorweg. Wegen der 30 Jahre. Wegen der, ne? Wir sind 34 Jahre. Genau, genau, 34. Ne? 34 ja. Jahre sind wir ein Paar. Und wir machen mittlerweile seit 20 Jahren Eisenbahn. Die Firma Heeres existiert 20 Jahre. Wir haben dieses Jahr unser Jubiläum, 20 Jahre Heeres. Und weil wir 20 Jahre Heeres haben, gibt es auch ein wunderschönes Set, die blauen Doppelstockwagen, die kurzen. Die sind nach dem Krieg gebaut, also gefahren. Und dazu gibt es in Silber den rollenden Weinkeller. Total schön. Das ist wirklich ein Highlight. Das ist unser Geburtstagsset, was wir dieses Jahr für unsere Freundinnen und Freunde, die ich hiermit auch grüßen möchte, herausbringen. Und wann wird die Auslieferung erfolgen? Natürlich ganz zeitnah an unserem eigentlichen Geburtstag. Das ist... Die zwei neuen Gesellschaftswagen? Genau, das ist jetzt die ein lustiges Projekt, weil es gliedert sich in West und Ost. Dieser hier ist ein Wagen, der wurde nach dem Krieg in der französischen Zone so umgebaut. Das ist eine Version der DR für die Berufsfindung, weil diese Wagen haben wir in beiden Spurweiten, den nur in H0 dann im Angebot. Ja. Sie haben ja auch noch die Ammendorfer Wagen. Was hat es damit auf sich? So. Bei den Ammendorfern haben wir zum ersten Mal jetzt eine richtige chinesische Version. Es ist ja bekannt, dass wir schon viele russische Modelle der Ammendorfer Familie gebracht haben. Aber die Ammendorfer sind halt nicht nur in die Sowjetunion geliefert worden. Die gab es auch. Das wissen die Kunden noch aus dem Gespräch vom letzten Jahr, als mongolischer Reisezug. Und dieses Jahr machen wir halt ein Doppelset chinesische Wagen. In Peking ins Eisenbahnmuseum geht, da sieht man sowas noch. Ansonsten sind die auf der Strecke nicht mehr unterwegs. Aber unsere chinesischen Mitarbeiter haben sich für nächstes Jahr schon was ganz Tolles ausgesucht. Und das können wir jetzt hier gleich als Vorankündigung schon mit Willst einbauen. Du das schon sagen? Das sagen wir das schon. Das sind die nordkoreanischen Da kommt Wagen. Nämlich ein nordkoreanischer Reisezug, weil die Nordkoreaner genau. haben diese Wagen, je nachdem wie die politische Großwetterlage ist, ja. manchmal aus Russland, manchmal aus genau. China bekommen. Und die fahren heute noch. Das ist also dann eine Abrundung aus diesem Sortimentsbereich für unsere Globetrotter-Abteilung. Welche Güterwagen haben Sie so, vorbereitet? Bei den Güterwagen bin ich schon beim König Pilsener. So. Wir haben jetzt in den letzten Jahren viele Bierwagen rausgebracht, ja, aber nicht auf diesem deutschen Modell, sondern basierend auf diesem Oldtimer-Typen der Österreicher, der KKSDB. Jetzt haben wir nach vielen Jahren diesen Wagen. Ja, ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, nicht mal wir haben ihn gefunden, sondern das Firmenarchiv von Königspilz hat entsprechend die Homepage genau. geändert. Und kaum war das auf dem Netz, riefen schon die Kunden bei uns an, ihr müsst mal unbedingt bei denen gucken, auf der Homepage ist euer Bierwagen. Es gibt zwei Versionen. Ja, es gibt den halt mit dem Normaldach und dann gibt es noch den mit so einem dicken, das wäre dann dieses wärmeisolierte Dach. Aber wir haben halt genau. jetzt hier unser Modell in dieser Form. Wir würden gerne noch mehr Varianten rausbringen. Ganz genau. Wir brauchen liebe Freundinnen und Freunde von Heeres. Ich muss hier auch noch mal bestätigen, was mein Mann schon gesagt hat. Wir brauchen dringend zu diesem Wagen, wenn wir ihn wirklich 1:87 naturgetreu nachbauen möchten, wirklich noch Bildmaterial. Ja, vielen, vielen Dank schon im Voraus an unsere Freundinnen und Freunde von Heeres, die uns immer gut unterstützen. Wir haben jetzt hier eine Version ausgesucht, die im Herbst dann auf den Markt kommen wird, mit dem alten Original-Logo, eben auch EVA, die also Jahre zuvor diesen Wagen geschaffen hatten, haben dann hinterher sich mehr ans Vermieten von Fahrzeugen als Geschäftsfeld umorientiert und dann diese Wagen sehr, sehr gut auf die Schienen gebracht. Und es war Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre dann schon fast das Ende gekommen. Und dann hat man aber die Idee gehabt, unter die alten Wagen ein neues Drehgestell drunter zu bauen. Dadurch konnte man das Schwingungs- und Fahrverhalten des Wagens so weit verbessern, dass die Zulassungsbehörden gesagt haben, okay, die Fahrzeuge können weiterfahren mit dem neuen Drehgestell. Und so müssen wir jetzt unsere Kunden bitten, genau darauf zu achten, immer für welche Epoche
mit alten oder hier in dieser Version mit neuen Drehgestell Sie das ordern, damit das auch wirklich vorbildgerecht ist. Dann haben wir natürlich noch weitere Silowagen. Bei dem Wagen, den meine Frau jetzt gleich als nächstes zeigen wird, haben wir die Ermewa-Version, aber es gibt zum Beispiel diesen Wagen auch als NACO oder als KVG. Das sind die bei der Wiedervereinigung von der Reichsbahn übernommenen Fahrzeuge. Das gibt es natürlich nicht nur in Versionen aus unserem Standardprogramm, sondern eben hier den Envelog, also in ganz modernen eben mit dem Umweltschutz. Hier Wagen, der bringt die hochgiftigen Abfälle aus den Müllverbrennungsanlagen. Da muss ja der Dampf, die Abgase, bevor sie rausgehen an die Luft, erstmal durch Filter durch. Da ist jetzt Kalk und so weiter alles drin. Das wird dann abgesaugt und landet dann in den Wagen und geht dann zur Deponie. Ein Konzern aus Schweden kauft für seine Produktion immer in Frankreich Getreide. Deswegen sind das, wie wir scherzhaft sagen, unsere schwedisch sprechenden Franzosen. Die Wagen gehören einem französischen Verleiher und es gibt drei verschiedene Versionen, wo dann eben die Firma ihre Produkte, in dem Fall ihre Pasta, bewirbt. Es gibt diesen Wagen mit Esst mehr Brot, Esst mehr Pasta oder mit dem Königsflocken, also fürs Frühstück-Buffet. Aber wir haben uns jetzt gedacht, da wir gerne essen, ist Pasta jetzt vielleicht ein ganz gutes Thema. Diese Wagen waren auch ein Umbau aus alten Reisezugwagen der Holzklasse. Die wurden dann komplett mit einem neuen Metallgehäuse obendrauf übersetzt und die haben wir nachgebildet. Sind sehr, sehr schön geworden, denke ich. Und ich denke, mit dem, was wir dieses Jahr wieder zusammengetragen haben, könnte das doch zu schönen kleinen Szenen auf der Anlage oder eben zu schönen neuen Zügen führen. Und in dem Sinne können wir nochmal sagen, Dankeschön, dass Sie die Produkte vorstellen. Und ja, wir können nur die Kunden auffordern, fleißig zu bestellen. Dann, wenn Sie mit schönen Bestellzahlen kommen, können wir umso mehr verkaufen. Dankeschön für Ihren Besuch. Und ich grüße nochmal an dieser Stelle unsere Freundinnen und Freunde von Heeres. Danke. Danke Ihnen auch für die Zeit und die interessanten Einblicke. Gerne. Danke. Tschüss.